Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier in Harper's Ferry. Und nach einem Neustart hoffe ich... Ah, da bist du ja. Neustart hoffe ich, können wir uns wieder hören jetzt? So, Teameinladung ist raus. Und da sind auch die letzten Wünsche wieder offen. Ja, genau, wir sind nämlich noch dabei. Oh, Tod von oben. Ah, jetzt sind wir, glaube ich, ganz in der Nähe von der verglasten Höhle hier. Da hätten wir eigentlich was sehen können. Aber ich bin auch ganz froh, wenn ich das Elend nicht mit betrachten muss. Hey! Guck mal hier! Ich tue einfach mal so, als wüsste ich nicht, worum es geht. Wir waren da ja schon mal drin. Wir müssen aber hier unsere Kamera mal wieder draufpacken. Ich weiß nicht, warum sich das nicht gemerkt wird, dass die Kamera bei uns auf 1 ist. Abgelehnt. Oh, nochmal. Und da sind wir wieder und ich sehe ein Lautsprechersymbol. Hallo Omega Red. Ja, hier sind die Höhlen. Die Son Raid, der ist vor einiger Zeit mal rausgekommen und es ist ziemlich haarig gewesen da unten, aber ich war auch alleine da drin. Das ist eigentlich mehr so für Teams gemacht. Möchtest du da mal rein? Wollen wir uns das mal zusammen angucken? Möchtest du da rein? Ich weiß gar nicht mehr, was für Belohnungen es dafür gab. Es war interessant auf jeden Fall, aber es war immer die Schwierigkeit, wenn andere dazugekommen sind. Okay, du willst raus aus dem Sumpf, okay, schreibst du gerade. Ja, ich denke, hier in Harper's Ferry haben wir alles gemacht. Die letzten Wünsche sind soweit erfüllt. Einen letzten Wunsch haben wir noch auf der Karte. Das ist dann hier am schönen Valley Galleria. Und da geht's jetzt dann hin, also. Wir sind hier schon auf dem richtigen Weg, glaube ich. Wenn wir diese Richtung nehmen, dann entfernen wir uns vom Harper's Ferry, müssten hier auf die Hauptstraße kommen gleich. Und der können wir dann weiter folgen. Oder wir gehen direkt durch den Sumpf auf das Ziel zu. Durch den Sumpf auf das Ziel zu, das heißt hier entlang. Dann gehen wir so ein bisschen außen rum. Ja, das mit dem Raid, das war eigentlich schon eine coole Sache. Die Schwierigkeit war nur, ich bin dann rein, hab das auch geschafft soweit. Naja, nach 1000 Toten und 1000 Mal ausprobieren. Das Schwierige war eben, dass der Müll dann immer unten liegen bleibt, wenn man da stirbt. Und ich habe jetzt gerade ballistische Faser dabei. Dann war man also mittendrin, so ist mir das ganz oft passiert, meine ich. Dann war man mittendrin und... Dann ist irgendein anderer reingekommen. Wir waren auf Stufe 12 oder was. Jetzt mal total übertrieben. Und dann ist jemand reingekommen auf Stufe 300. Und auf einmal waren wir umzingelt von hochgeskillten Gegnern. Und dann hatten wir natürlich ein arges Problem da unten drin, an unseren Schrott wieder zu kommen und so. Das war schon extrem haarig. Aber interessant war das allemal. Also auf sowas würde ich mich auf jeden Fall einlassen. Es gibt ja auch Vaults, die jetzt geöffnet sind. Das interessiert mich natürlich auch brennend. Hier der Vault 94, davon hatten wir ja schon mal eine Nachricht bekommen. Also da möchte ich auch ganz gerne mal reingucken. Aber so wie ich gelesen habe, ist das wohl auch eher für Teams gedacht. Aber wir sind ja jetzt im Team, also wäre das
vielleicht auch mal eine Idee. Aber erstmal, du hast recht, raus aus dem Sumpf. Das sollte erstmal unser Anliegen sein. Zumal wir ja immer noch im doppelten Erfahrungspunkte-Wochenende sind. Und hier im Sumpf kriegen wir einfach keine Erfahrungspunkte richtig zusammen, oder? Ah, du schreibst gerade, lass uns mal erstmal Karten teamen. Ja, ich habe letztens noch die Skillkarten neu verteilt bei mir. Und habe mir da noch überlegt, wir haben... Oh, da ist das Monster von Grafton. Das sieht aber ganz schön krass aus hier. Stufe 40? Ach, das schaffen wir. Nein, das nimmt so gut wie keinen Schaden. Ich brauche eine andere Waffe. Wo sind meine Waffen? Okay, ich bin pleite. Ich kann einfach keine Waffen wechseln, wenn ich im Kampf bin. Jetzt hat's geklappt. Ach so, ja, die falsche. Ich wollte auch, genau. Oh, Kronkorken. Sehr schön. Klebriger Teer. Ich weiß nicht, wofür wir das brauchen dann. Ja, ansonsten hatte es jetzt ja nicht besonders viele interessante Sachen dabei. Für mich zumindest. Irgendwas Gefährliches ist hier. Wow, so ein Ding. Moment. Ein Einsiedlerkrebs. Stell dich mal daneben, ich will ein Foto davon haben. Nein, flüchte lieber. Okay, ich habe ein Foto. Oh oh, schnell weg da, Omega Red. Hat mich. Ich habe nur das Auto getroffen. Oh nein. Das hat aber Punkte gegeben jetzt. Ja, mit den richtigen Waffen wird das so langsam was hier. Leuchtendes Fleisch ein... Ja, ich nehme das mal mit jetzt. Oder? Was ist hier noch? Schallgedämpft irgendetwas? Wow, wow! Stufe 45 Schaden, 106 Schrot. Oh, das könnten wir uns aber schön zusammenbauen. Miserable Feuerrate, aber ansonsten, Ach, egal. Ich will... Oder? Bin ich überladen, wenn ich das... Ja, bin ich überladen, wenn ich das nehme. Schade. Ja, cool. Und ich muss irgendetwas loswerden. Wie viel überladen bin ich denn hier überhaupt? Oh, viel. Fast 10 Pfund überladen. Okay, du schreibst gerade, die großen Viecher sollten wir mal lieber in Ruhe lassen demnächst. Ja, wir bekommen ja noch ganz schön was zu tun. In diesem... Na, wo sind wir da dann gleich? Galleria Valley, da geht's ja jetzt hin.
Schrott, mal sehen, was haben wir denn hier? Bleischrott brauchen wir. Du wolltest doch Stahl haben vorhin bei der Händlerin. Kann ich dir, jetzt hörst du mich ja wieder, dann kann ich dir mal den Stahlschrott hier hinwerfen, wenn du möchtest. Schwupp, weg ist er. Aber laufen kann ich immer noch nicht. Das heißt, ich brauche ein paar Hilfsmittel oder so etwas. Die ich zu mir nehme. Und da kann ich wieder laufen. Zumindest für kurze Zeit. Okay. Schrott, Stahlschrott sollte hier irgendwo auftauchen. Da ist er. Stahlschrott für dich, Amagaret. Und du hast ja auch was fallen lassen. Eine Aufklärung, 44er Pistole. Aha. Irgendwas ist noch hier in der Nähe, etwas Gefährliches. Also ich brauche noch ein Foto von einem Schlinger und von einem Angler. Wenn wir hier auf dem Weg bleiben, dann könnten die Chancen gut stehen, einen Angler hier zu treffen. Oder eine ganze Horde Angler. Also ich habe die Meyerlurk-Königin. Ach, den Meyerlurk-Jäger habe ich auch, aber den Meyerlurk-König habe ich noch nicht fotografiert. Den müsste ich noch irgendwo erwischen. Also wenn wir irgendwo welche sehen, Schlinger oder Angler, dann renne ich schnell hin, mache ein Foto und renne wieder weg. Das hat in der Vergangenheit ganz gut geklappt. Naja, es war ein bisschen stressig, aber es hat geklappt. Wir sind ja schon da. Hier ist die Valley Galleria. Unser letzter Spot für ein Foto. Ja, und hier kann es aber auch ganz schön heftig zugehen. Draußen habe ich öfter Supermutanten gesehen. Und auf dem ganzen Park verteilt, hier auf dem ganzen Parkplatz verteilt, waren ständig irgendwelche Verbrannten. In der Valley Galleria, da ist es mir öfter an den Kragen gegangen. Da waren auf jeden Fall auch heftige Verbrannte, viele Verbrannte. Ich sehe jetzt aber schon wieder gar nichts hier. Ein paar Schaufensterpuppen sind da. In Gefahr sind wir zwar, aber ich sehe sonst hier keine Kreaturen in der Nähe. Aber es hilft alles nichts. Wir müssen ja dahin ein Foto schießen. Wenn wir das Foto schießen wollen. So, hier oben stehe ich erstmal gut. Aha, da ist schon mal ein Verbrannter. Zwei Verbrannte. Stufe 40. Was? Der nimmt ja gar keinen Schaden. Aber jetzt sieht man sie überall. Wer hat mich da getroffen? Und das war gut. Links im E-Tier ist noch einer. Wenigstens einer. Okay, angestupst habe ich ihn schon mal. Irgendwie kann mein Gewehr gar nichts mehr. Ich glaube, das ist schon ziemlich hinüber. Also ich habe ihn angestochen so ein bisschen. Sie, die verbrannte Berserkerin. Stufe 40. Das ist mal ein Thumbnail wert. Da fliegen sie auch noch rum. Ich hoffe, das warst nicht du. Sauber abgedeckt. Das war Absicht, schreibst du gerade, Omega Red. Das war eine gute Absicht. Oh! Action pur heute, liebe Welt da draußen. Ich weiß auch... Ich habe jetzt den Überblick verloren über die Autos, die hier noch explodieren könnten. Alles brennt.
Also wir müssen auf jeden Fall rein dafür. Okay, da ist noch ein Laster, der am Brennen ist und gleich explodiert. Krasse Explosion. Vorsicht ist geboten immer noch. Gefahr, irgendetwas beobachtet uns immer noch. Ja, was wir brauchen ist Munition, die nehmen wir mal mit. Ja, sauber aufgeräumt, Omega Red. Ist da noch einer irgendwo? Jo, du schreibst auch gerade, du glaubst, wir müssen da rein ins Kaufhaus. Ja, dann schlage ich vor, lass uns mal rein. Kommst du mit? Na, reicht das an Red Away, das Verdünnte? Naja, noch eins und dann ist es gut. Okay, dann mal rein. Valley Galleria. Und in der nächsten Folge schauen wir uns das von innen also an. Wir bedanken uns für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.